Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS13. Jawohl. Ich muss ja mal ganz klar so ein bisschen sagen, wo wir schon mal hier so dabei sind, dass ich ja gerade so ein bisschen, leicht am Vorproduzieren bin. Ja, dadurch, dass ich vom 11. bis zum 15. bin ich nämlich gar nicht zu Hause, weil da mache ich so eine kleine Reise. Und deswegen möchte ich jetzt schon mal so leicht anfangen, was vorzuproduzieren, was natürlich auch was mir hoffentlich dann mal gelingen sollte, weil jedes Mal, wenn ich eine Reise mache, hat es bis jetzt leider immer nicht geklappt und das wollen wir jetzt mal ändern, dass trotzdem noch Parts kommen werden, auch wenn ich gar nicht da bin. Das heißt für euch wiederum, ihr müsst dann immer auf meinem YouTube-Kanal gucken, ne? Und nicht immer nur auf Facebook oder so, sondern immer mal auf meinem YouTube-Kanal gucken, denn da gibt es dann alles Neue. So. Ja, wir sind ja immer noch mit dem Feld hier zugange. Da hinten, das ist ja alles noch verrottet. Und, das sollen wir jetzt mal machen. Und dann haben wir das. So, ich habe mich nämlich auch nochmal schlau gemacht, so ein bisschen, zumindest mit den Verkaufsstellen, sag ich mal. Sekunde. Naja, okay. Ja, jetzt ist gleich unser Tank erstmal voll, das ist ganz gut. Dann haben wir, glaube ich, den Anhänger auch soweit voll. Dann können wir auf jeden Fall einiges jetzt in Dings reinprügeln, in den Korntank. In unser Silo, wollte ich sagen. Aber es bringt doch jetzt schon relativ mehr Spaß. Spaß. So, lalalala. Habe ich hier überhaupt irgendwas gedüngt, sag mal? Sieht nicht so danach aus. Hör auf, das stehen zu lassen. Was soll das? So, pass mal auf, ich schau mal kurz den Helfer rein. Dadurch, dass ich mal eben meine Tür schließen muss. Sekunde mal eben. Sehr professionell in der Aufnahme die Tür zu schließen. Sekunde. Hupsa, habe ich jetzt voll ins Mikro reingeröchelt. Ja, aber ja, Tür ist zu. Das heißt, ich lasse den jetzt hier noch voll fahren und dann nehme ich wieder über. Ich kann ja schon mal wechseln in den hier. Ja, 50%, das ist doch richtig geil, weil zwei Dings gehen immer in den Anhänger rein, das ist ja richtig geil. Das heißt, wenn ich jetzt den Tank entleere, dann soll ich auf jeden Fall, bin ich dann voll, pass auf. Das testen wir jetzt. Schwupps, los geht's. Und dann schauen wir mal. Normal sollte ich ja voll werden, ne? Lalala, jetzt werden wir reich, Freunde. Reich, 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 reich. Ja, nebenbei, weiß ich nicht, ob das jetzt schon der Fall ist, wenn diese Folge kommt, aber wir erreichen, ich sage jetzt einfach mal von da an, wo ich jetzt aufnehme an dem Tag, wir erreichen ja bald unsere 10.000 Videoaufrufe, ne? Das ist richtig krass. 10.000 Mal oder 10.000 Aufrufe auf die kompletten Videos, das ist echt schon brutal. Sag ich mal, das ist richtig geil und ich feiere das. Im Moment bringt das immer mehr Fun. Weil ich einfach so langsam, aber sicher, sag ich mal, auch so ein bisschen durchdringe, habe ich das Gefühl, ja. Es mag zwar jetzt ein bisschen dumm klingen und auch ein bisschen blöd rüberkommen, aber ich gebe mir so viel Mühe und ich stecke da so viel
ja, Arbeit, sag ich mal, auch rein, dass ich da auch gerne, sag ich mal, eine Resonanz von haben möchte, weißt du? Und ich finde das auch cool, wenn ihr mich dabei unterstützt und so. Und das vielleicht auch mal euren Freunden weiter teilt oder zeigt, hier, guck mal, das ist ganz geil, schau dir das doch mal an. Ne, denn nur so bildet sich natürlich auch eine Community. Ne, das ist natürlich ganz klar. Und ihr wisst ja, mein Teamspeak, der ist auch immer offen für euch, egal ob ihr zocken wollt oder nicht, ob ihr ein kleines Grüppchen seid oder nicht. Ne, ihr könnt da auch euren eigenen Channel kriegen, wenn ihr wollt, und kein Blödsinn macht, alles gar kein Thema. Aber auf jeden Fall möchte ich eine aktive Community haben. Ja, ich möchte Dinge mit euch machen, und das wird auch demnächst umgesetzt, beziehungsweise wenn ich wieder da bin vor meinem Tour, dann wird auch mal so ein LS-Abend oder so kommen, ja, dass wir uns am Wochenende zusammen hinsetzen, sagen, jetzt machen wir so ein kleines Zockerwochenende oder Zockertag oder so, wo wir dann sowas halt machen. Denn Livestreams habe ich jetzt ein paar Mal probiert. Das wird auch, denke ich mal, kommen wieder. Aber, Sekunde, ich muss einmal husten. Ja, aber erstmal momentan halt nicht. Aber es wird wieder kommen, keine Panik. Wie geil, da hüpft der Anhänger da. Na komm, gib Hacken erst da. So, pass mal auf, was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir können den Helfer ja ruhig mal wieder ein bisschen auch seinen Spaß lassen. Ne? Das ist ja alles vollkommen okay soweit. Stell mich jetzt hier mal so hin. Ja, der hat ja auch nicht mal allzu viel zu erledigen. Das heißt, wir schnappen uns einfach mal den hier und fahren mal eben zum Händler, weil wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja in der letzten Aufnahme Session haben wir ja eine Ballenpresse gekauft, richtig? Also ich glaube, ich kann mich natürlich auch irren, also ich weiß es ja nicht. Kann auch sein, dass ich mir die nur angeguckt habe, aber ich gehe mal eben kurz dahin fahren. Ich fahre mal eben kurz dahin und schaue mal, was da so abgeht. Aber ich glaube, da steht eine, oder? Noch sehe ich nichts. Also nicht, ob da was steht. Aber, siehst du, da steht doch wohl eine. Oh, das war ganz schön knapp. So, und die nehmen wir uns gleich mal mit. Yeah. Zack. Da könnten wir theoretisch auch mal den richtigen Trecker für verwenden, oder? Hier, so einen. Kann ich mir aber nicht leisten, so eine Scheiße. Den noch nicht mal. Den kann ich mir leisten. Ja, geil, Alter. Nix. Dann fahre ich mit dem hier weiter. Ja, was soll das denn? Ja, und ich habe mir auch überlegt, so ein bisschen, wie das aussehen würde mit Mods für im Let's Play. Genauso für auf dem Server. Na, auf meinem Community. LS-Server. Und das Coole wäre, wenn ihr mal so ein paar Sachen in die Kommentare schreiben könntet. Ja, wenn ihr sagt, boah, Alter, das ist geil, das möchte ich ganz gerne bei dir sehen. Oh, das wäre richtig toll. Macht das doch mal bitte. Dann schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Schreibt den Namen des Mods da rein. Und dann geht das. Links allerdings nur per Privatnachricht, bitte. Weil ansonsten spammt ihr das Kommentarsystem da so ein bisschen, weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch gut, wenn ihr die Links da rein postet, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal ausprobieren, je nachdem. So. Ballenpressen, ich liebe es. So. Ist die Karre an jetzt hier? Achso, hier ist schon an.